euch, nehme euch jetzt mit zum Sport. Und zwar habt ihr mir gesagt, dass ich euch doch mal irgendwie, wenn möglich, mal mitnehmen soll zum Kampfsport. Weil ihr wisst ja, ich trainiere ja Shotokan-Karate und Chaido, also Schwertziehen. Und ja, ihr habt mich gebeten, ob ich euch da mal was zeigen kann. Und natürlich kann ich nicht irgendwie einfach in eine Gruppe oder sowas zeigen. Dadurch, dass wir aber eben Corona haben und logischerweise dann quasi komplett alleine trainieren halt, ist der Vorteil, dass ich dann natürlich auch keine Menschen filme, die nicht gefilmt werden sollten oder irgendwas, ja. Und quasi eben nur ich dann da bin und auch nur zu sehen bin und alles, ne. Und das ist der einzige Vorteil. Deswegen kann ich das sogar in dem Fall gerade umsetzen und nehme euch mit und zeige euch einfach mal einen kleinen Einblick ins Karate und ins Chaido. Ich kann beides in einem Abend trainieren, weil ich ja eben sowieso alleine trainiere und dann entscheiden kann, was ich trainieren möchte. Und genau, dann kann ich euch beides ein bisschen zeigen. Das Ding ist, natürlich kann ich euch nur einen kleinen Einblick zeigen, weil wenn wir unabhängig von Corona irgendwie jetzt in der Gruppe 100 Trainingseinheiten machen, dann trainieren wir 100 Mal verschiedene Sachen, weil ja, ich kann euch natürlich, wie gesagt, nur einen winzig kleinen Nadel im Heuhaufen Ausschnitt zeigen, aber ja, genau. Vielleicht ist ja trotzdem ganz interessant für euch. Schuhe kommen natürlich aus, weil der Sport barfuß gemacht wird und einfach damit nichts dreckig wird, weil überall barfuß gelaufen wird. Moxo! Eigentlich gibt es noch eine komplette Begrüßungszeremonie mit den einzelnen Begriffen Shomenire, Sensenire, Otaganire, je nachdem wer anwesend ist. Aber wenn ich das alleine mache, dann begrüße ich eigentlich nur das Shomen mit einem Shomenire. Das habe ich hier jetzt nicht gezeigt. Ich mache für mich immer eine Runde Muxo. Das ist eine kurze Meditationsrunde mit tiefem Atmen, wo man einfach den Adertag abschließt für sich, sich mental aufs Training vorbereitet, einfach die Sorgen aus dem Alltag nicht mit reinschleifen ins Training und ja, einfach mal alles andere pausiert. Muxiam. Dann wärme ich mich meistens erstmal auf. Das braucht meistens 15 bis 20 Minuten. Ich mache nicht immer das Gleiche, aber versuche einfach ein bisschen Puls zu pushen mit Joggen zum Beispiel in dem Fall. Einfach die Knochen ein bisschen zu aktivieren, die Gelenke einfach ja, ein bisschen vorzubereiten auf die Belastung und insgesamt einfach ja, ein bisschen warm zu werden. Ich meine, Aufwärmtraining sagt euch ja allen was, ist jetzt nichts ganz Neues. Ich laufe jetzt hier einfach ein bisschen die Schultern aktivieren, ein bisschen den Puls aktivieren. Ich renne nicht rum wie blöd, aber einfach lockeres Joggen auch, um die Fußgelenke dann ein bisschen zu lockern. Hier dann gegengleiches Armschwenken, ist gut für die Koordination, gute Übung, könnt auch gerade mit Kindern oder sowas kann man es gut machen. Dann dehne ich einfach meine Arme ein kleines bisschen, die Schultern sind sehr wichtig und anfällig bei mir, das ist einfach wichtig. Nach oben zur Seite, dann die andere Seite natürlich auch wieder zur Seite und auch wieder oben. Schaue ich einfach, dass hier schön alles gedehnt ist, dabei ruhig atmen. Dann dehne ich mich zur Seite ein bisschen, gerade auf die Hüfte lege ich persönlich sehr viel Augenmerk, weil ich einfach eine Hüftdysplasie auf beiden Seiten habe, meine Hüfte mal gebrochen war, beziehungsweise das Hüftgelenk aus der Hüfte rausgerissen wurde. Der Oberschenkelknochen war nicht so nett und deswegen muss ich da ein bisschen schauen. Bisschen Hüftkreisen, also ihr seht schon, alles ist sehr auf Hüfte, einfach ja konzentriert. Dann schwinge ich die Beine so ein bisschen, oftmals mache ich ganz gerne, weil mich das ganz locker macht in der Hüfte. Auch die Knie ein bisschen aktiviert für die Tritte, dass die einfach schön gehen. Dann schwinge ich die Beine locker nach oben, einfach so ein bisschen für die Rückseite der Beine und also um hier ein bisschen Höhe reinzukriegen. Ich schaue mal, dass ich zumindest auf meine eigene Kopfhöhe komme. Das ist so das Ziel, dass man die Tritte einfach möglichst auch auf die Kopfhöhe hinbekommt. Dann dehne ich den Rest noch ein bisschen, schaue, dass die Knie ausgestreckt sind, dehne die Innenseiten und die Außenseiten von dem Schenkel. Einfach die Rückseiten von den Beinen, die sind ein bisschen verkürzt durch das viele Sitzen in der Arbeit bei mir. Da versuche ich ein bisschen gegenzuarbeiten. Da muss ich echt noch dran schaffen, aber es wird schon besser. Also, nun ja. Dann versuche ich natürlich auch vorne die Vorderseite der Oberschenkel zu dehnen. Spagat, aber nun ja, ihr seht, es ist noch ein weiter Weg bis dahin. Das ist aber, was das angeht, mein großes Ziel. Die Seite funktioniert schlechter wie die andere, aber ich arbeite dran. Dann die Zehen einfach ein bisschen anziehen, ein bisschen zur Seite klappen. Möglichst sollte man die Beine an den Seiten ablegen können. Ist eine schöne Partnerübung, wenn dein Partner auf die Knie draufsteht und die Beine runterbiegt. Alleine, ihr wisst Bescheid, ist halt einfach schwierig, aber nun ja, man tut, was man kann.
Meistens mache ich als allererstes dann ein bisschen Kion. Kion ist die Grundschule, sprich einfach die Techniken sauber ausgeführt. Da gibt es unendlich viele Kombinationen und Möglichkeiten. Ich habe hier zum Beispiel einen Sambonzuki. Der erste geht auf Kopfhöhe, die anderen beiden Schuhe an Körperhöhe. Ich wäre gerne ein bisschen weiter unten von der Stellung. Allgemein sind meine Stellungen heute ziemlich hoch. Allgemein möchte ich einfach weiter unten machen. Und ja, dann habe ich hier einmal einen Maigirischen Tritt nach vorne mit einem davor Shuto-Uke, das ist ein Handkantenschlag mit einem Nuki-Te am Ende, das ist ein Fingerspitzen, das ist so ein Stoß, ein Stich. Genau, da hat man Stellungswechsel drin, haben wir einmal eine Rückwärtsstellung in Kokusudachi, eine Vorwärtsstellung jetzt, ich weiß selber nicht mehr, was ich rede, eine Vorwärtsstellung im Zengotsudachi, da ist einfach das Gewicht vorne, beim Kokusudachi ist es hinten. Und genau, auch hier möchte ich gerne einfach am Fuß arbeiten, dass der Fuß ein bisschen höher kommt. Der soll in die Körpermitte auf die Schuhe, dann nicht zum Kopf, aber trotzdem möchte ich ihn noch schneller werden lassen. Dann haben wir hier einmal einen Soto-Uke, das ist ein Abwehrschlag von außen nach innen. Umsetzen in einen Kibadachi, das ist eine Reiterstellung. Wir reden von Kampfstellungen, Leute, na, habt nichts Falsches im Kopf. Dann ein Uraken, das geht an die Schläfe hoch. Davor kommt ein Empi, ein Yoko Empi Uchi, das ist ein Ellenbogenstoß zur Seite. Am Ende ein Gyagutsuki, das ist quasi ein Stoß nach vorne mit der Hand, mit der Faust. Wenn das linke Bein vorne ist, stoße ich mit der rechten Hand, beziehungsweise schlage mit der rechten Hand, also quasi über Kreuz. Gyago heißt immer über Kreuz. Ich weiß, ich kann mit den Begriffen nichts anfangen, aber ich erzähle es euch trotzdem, weil die Begriffe und das Japanisch ist einfach ein großer Bestandteil von Karate und ihr wollt ja einen Einblick bekommen. Und da muss man es einfach haben. Hier bin ich relativ zufrieden bis auf die Stellung, habe ein Uchi-Uke und im Anschluss einen Gyagutsuki. Der Uchi-Uke ist sehr schnell bei mir, das passt, aber auch hier ist immer Luft nach oben, ich möchte immer besser werden. Und genau, da haben wir einmal den Uchi-Uke, das ist eine Abwehr von innen nach außen. Der Gyagutsuki als Konter, wieder als Schlag, genau gleich wie vorhin. Was übrigens auffällt, ist der Kime. Das ist quasi diese starke Atmung. Ich hechle nicht rum, sondern Kime. Das ist, wir holen die Kraft einfach aus der Körpermitte, aus der Atmung kommt die Kraft, kommt die Schnelligkeit. Das muss so sein. Und eine starke Atmung ist beim Kampfsport ganz, ganz wichtig, beim Judo-Sport. Hier habe ich jetzt einen Ashibarai. Das ist ein Fußfeger. Ist halt scheiße, machen ohne Partner, aber ist halt so, geht. Auch hier. Dann habe ich quasi danach einen Uraken wieder, wie vorhin auch. Dann einen Mawashigiri, das ist ein relativ schwieriger Tritt, den bekomme ich selber immer noch nicht so gut hin. Also es ist immer noch Luft nach oben. Und ganz klassischer Konter am Ende, Gyagutsuki. Da könnte ich die Hüfte ein bisschen mehr einsetzen, merke ich gerade. Gerade einen Mawashigiri muss ich echt noch arbeiten. Hier haben wir den Tritt nach hinten, einen Ushirogiri. An dem arbeite ich echt schon lange rum. Da sind meine Zehen immer noch zur Seite und nicht nach unten. Der ist immer ein bisschen auf dem, da stehe ich ein bisschen aufs Kriegsfuß mit dem Tritt. Also das ist so, nun ja, wir arbeiten dran, sagen wir es mal so. Und irgendwie habe ich immer Probleme, hinten was zu sehen. Auch hier die Geschwindigkeit ist einfach noch nicht in Ordnung. Und da muss ich definitiv noch dran arbeiten, die Stellung auch. Der war jetzt nicht so schlecht, aber ja. Geht auf jeden Fall besser. Jeder trainiert ja, damit er besser wird. Dann am Ende haben wir einen Yokogiri, den kann ich sehr gut, den habe ich auch schön oben fast auf Kopfhöhe. Und ja, ich könnte die Ferse noch ein bisschen reinbohren mehr, damit es einfach ein bisschen mehr auf Kekkomi geht. Kekkomi ist gestoßen, gibt es aber auch geschnappt, das heißt dann Kyage, aber hat einfach ja zwei verschiedene Wirkungen, sage ich mal. Dann zwischendrin ist auf jeden Fall was trinken ganz, ganz wichtig. Meistens mache ich danach erstmal noch meine Katas. Und ja, die Katas sind Formen, das heißt quasi ein Kampf gegen einen imaginären Gegner. Ich habe euch den Originalton jetzt mal drin gelassen und ich fange einfach mal an. Ich mache meistens die ganz niederen Katas nicht so oft, aber die aktuellen. Und die, was ich jetzt gerade laufe, ist die Heilen Yondan. Die habe ich gebraucht auf meinen Grüngurt. Es fängt ja an mit Weiß, Gelb, Orange, dann kommt Grüngurt. Und genau, schaut sie euch einfach mal an. Die Haiyan Yondan habe ich früher ganz gerne auf Wettkämpfen gemacht. Ich laufe die immer noch gerne. Ist eine Karte, die mir sehr sympathisch ist. Und als nächstes habe ich dann die Haiyan Godan. Die brauchte ich damals für meinen Blaugurt. Und das war so ungefähr meine Wettkampf-Turnierkarte schlechthin. Mit der Karte habe ich nahezu alle Titel geholt, die ich
ja, geholt habe überhaupt. Und sie war damals besser als heute. Und ich habe schon nachgelassen, weil ich sie einfach nicht mehr so oft laufe. Aber ich laufe sie immer noch sehr gerne. Dann habe ich hier eine besondere Kata, das ist die Tekki-Shodan. Die läuft man exakt auf eine Linie, die läuft nur seitlich. Das bedeutet auch sowas wie Eisenreiter und Seitwärtskämpfen. Man braucht einfach in dieser Kata eine ganz extreme Spannung in dem Torso-Bereich und die trainiert deswegen einfach auch nochmal auf eine andere Art und Weise. Ich mag sie sehr gerne. Das ist meine aktuelle Kata gewesen für meinen Braungurt, für den ersten Braungurt, den ich aktuell trage, den dritten Kyo. Für meinen nächsten Braungurt, für den zweiten Kyo, bei den Kyo-Graden ist es so, je niedriger die Zahl, desto höher ist der Gürtel. Bei den Dan-Graden, also den Schwarzgurten, ist es genau andersrum übrigens. Für den nächsten Gürtel brauche ich die Basadai. Das bedeutet Festung stürmen, Mauern zerstören. Und das ist die Karte, die ich jetzt laufe. Und für die übernächste Prüfung, beziehungsweise auch jetzt, die möchte ich dann auch zeigen an meiner nächsten Prüfung, weil wir immer mehrere Kata zeigen müssen. Da zeige ich auch noch die MP. Das sind die beiden Katas, an denen ich aktuell am allermeisten arbeite. Schaut sie euch einfach an, der Originalton ist drin wie immer. Mit dem Kurzjab-Cho, der lange heißt Bo, mache ich nicht so viel, aber die Übung mache ich öfters mal, einfach weil es eine gute Koordinationsübung ist. Wenn man seine Hand nicht unter Kontrolle hat, weil durch die Hebelwirkung tut sich einfach sehr viel verändern am Stab, durch eine kleine Veränderung am Handgelenk. Und dann klatscht man sich das Ding einfach ins Gesicht. Bäm! Und ich hatte das Ding oft im Gesicht und sonst schon so viele blaue Flecken, ich sag's euch. Und es sieht halt cool aus, muss man schon sagen. Bin ich einfach auch ein kleiner Poser. Ja, da stehe ich zu. Das gleiche funktioniert auch mit einem Bocken. Das ist auch vom Chido, das trainiere ich hier auch. Ist eine andere Spinning-Übung, aber auch das gleiche Prinzip, gute Koordination. Genau, der Bocken ist übrigens ein Holzschwert, mit dem man dann gut trainieren kann. Vor allem auch mit Partner, aber sowas halt auch ohne Partner. Dann mache ich noch ein bisschen Chido am Ende. Das mache ich entweder mal extern oder in dem Fall, um es euch zu zeigen, habe ich jetzt einfach die letzten 20 bis 25 Minuten nochmal Chido trainiert. Und genau, da stecke ich einmal mein Schwert an, schaue, dass es locker in der Saya sitzt. Dann knie ich mich erstmal hin und mache die ersten Katas. Viele mich ist im Chido nämlich auf den Knien. Also auf dem Boden muss man schon rumrutschen können. Ja, Chido ist Schwert ziehen, da sieht man halt einfach, sage ich mal, wie man das Schwert so ziehen kann, wie man das Schwert beim Ziehen schon als Waffe verwenden kann. Das ist der Unterschied zum Schwertkampf, zum Kendo.
Und ja, viel Präzision, gerade dieses langsame Runtergehen, Leute, ich sag's euch, das ist so anstrengend. Insgesamt ist es Chido weniger ausdauernd anstrengend, mehr muskulär anstrengend. Ich habe viel Schulter- und Brustmuskulatur da am Start, weil es einfach so anstrengend ist, schwer zu halten. Das Ding wiegt ja auch 1 Kilo und mit dem langen Hebel und wenn man das dann schlagartig stoppen muss, dann ist es echt anstrengend. Wow. Aber es ist einfach ein Ausgleich und dadurch, dass es einfach eine so hohe Konzentrations Rate hat und weil halt einfach das Schwert ist halt doch einfach irgendwo eine Waffe und man muss einfach aufpassen, wo man damit rumfuchtelt und rumstochert, dass man sich da irgendwie nicht halb aufspießt. Und ja, das bringt mich runter vom Alltag, weil ich da einfach an nichts anderes denke und einfach nur mit dem Schwert was mache. Genau, ich mache hier einfach ein paar Katas, dann mache ich noch ein paar Koordinationsübungen und ja, jetzt halte ich mal meine Klappe und ihr könnt es euch ja einfach mal anschauen. Wenn ihr Fragen zu irgendwas habt, dann packt die einfach in die Kommentare. Ich kann euch eh nicht alles erzählen, was ich da so mache und wieso und wie. Ganz am Ende setze ich mich natürlich nochmal hin, mache nochmal eine Runde Mokuso am Ende des Trainings, damit ich mich wieder auf den Alltag vorbereiten kann, das Training abschließen kann. Ich lege mein Schwert ab, verbeuge mich natürlich auch nochmal, verbeuge mich auch nochmal zum Showman und theoretisch, wenn andere Menschen noch anwesend wären, unabhängig von Corona jetzt, dann natürlich auch zu denen. Das ist jetzt nicht der Fall, deswegen habe ich nur das. So, Training ist beendet für mich. Ich trainiere in aller Regel, je nachdem, wie es auch zeitlich hinhaut und halt auch einfach so, wie es passt. Na, es gibt Tage, da ist man richtig Power, es gibt Tage, da schleift man sich einfach nur vor sich hin. Meistens trainiere ich so zwischen 1 und 1,5 Stunden. Und ja, normalerweise, wenn halt nicht gerade Corona ist, dann bin ich auch ab und zu mal einfach früher da und helfe in irgendwelchen Kindertrainings oder Jugendtrainings mit oder Anfängertrainings. Ja, wie gesagt, aktuell ist natürlich einsame Stille und Einsamkeit und alleine und aber ja, ich vermisse es schon irgendwie, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin schon froh, dass ich überhaupt trainieren kann, ganz ehrlich. Ja, ist natürlich jetzt doch ein längeres Video geworden, aber ich wollte einfach der Bitte nachgehen, mir euch mal meinen Sport nahezubringen und zu zeigen. Wie bereits am Anfang gesagt, wenn ich 100 Mal trainiere, dann trainiere ich 100 Mal was anderes. Es gibt natürlich die Basics, die ich persönlich immer trainiere. Also ich versuche aktuell einfach auf dem Stand zu bleiben, natürlich auch ein bisschen voranzukommen, wobei das halt sehr schwierig ist, alleine, ohne Trainer, ohne jemand Höheres, der dir halt einfach sagt, irgendwie das Scheiße mach's besser, ja. Und ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Deswegen versuche ich einfach so ein bisschen, ja, voranzukommen, soweit es halt möglich ist in dieser Situation. Aber ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Tut mir den Gefallen und gebt mir bitte Feedback in den Kommentaren, weil ich möchte euch nicht irgendwie mit was nerven, das euch halt überhaupt nicht interessiert, ja. Aber ich wollte einfach dem Wunsch nachgehen und gerade jetzt, wo ich halt einfach alleine trainiere, habe ich die Möglichkeit, das zu tun. Weil wenn ich natürlich mit anderen Menschen zusammen trainiere, dann werde ich einen Teufel tun und die Menschen filmen und ins Internet stellen, ja, never. Mache ich einfach nicht. Deswegen hat es wunderbar gepasst und deswegen konnte ich diesen Wunsch jetzt erfüllen, diesen Videowunsch. Aber trotzdem gebt mir bitte Feedback, wie es euch gefallen hat. Ob ihr sagt, jo, interessiert uns voll, finde ich interessant, oder
Ist mir super egal, weil ich eh keinen Plan habe, was du da tust. Weil natürlich ist klar, dass ein Großteil meiner Zuschauer natürlich keinen Plan hat, was ich da rumfuchtel, ja, was ich da tue. Und ich denke, für die Leute, die halt selber diesen Sport, weder Karate noch Judo ausüben, vielleicht einen anderen Kampfsport, die haben ein bisschen Plan, aber ansonsten die, die den Sport nicht machen, die haben natürlich halt einfach logischerweise keine Ahnung, was ich da tue. Wenn ich einen anderen Sport anschaue, mit dem ich nichts am Hut habe, ist es ja genauso. Ist ja ganz normal. Aber je weniger Plan man davon hat, desto weniger interessiert es einen oftmals auch. Und deswegen möchte ich euch nicht nerven mit irgendwas, was euch nicht juckt. Deswegen gebt mir da bitte Bescheid. Ja, ansonsten war das trotzdem mal ein anderes Video. So, ich bin ganz schön verschwitzt. Ich habe ganz schön gepowert. Und ja, jetzt ruft die Dusche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in einem anderen Video, ihr Lieben. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ich rutsche zur Seite. Oh, da und da ist nämlich noch ein anderes Video. Ich mache nämlich nicht nur Karate, ich gehe nämlich auch gerne wandern und gehe gerne Radfahren und mache alle möglichen Sportarten, ja. Und da findest du hier noch was, was ich sonst in meinem Leben so tue. Und ja, würde mich freuen, wenn du da auch mal reinschaust. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.